Microphone muted. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Wir haben einen Weihnachtskonvoi. Und zwar, wenn ihr rechts mich seht, wir fahren nach ganz links durch. Start ist jetzt und ich bin ein Begleitfahrzeug. So, hört ihr mich wieder? Ja. Gut. So. Okay, da steht. Steffen, was los? Mein Vater kam gerade zu mir, beziehungsweise ich, weil ich ja gefragt habe, warum mein Ping so hoch war. Meinte dann, wir fahren gleich los, ne? Wie, wir fahren gleich los? Du hast 8 gesagt, du Hirnpflaume. Ja, habe ich mich vertan. Ja, schön, danke. Das heißt, überleg dir, Treckerfahrer, eventuell kann er ja hier die Security übernehmen, weil er fährt fast hinten. Er ist direkt vor mir. Jo. Dann musst du nur schnell seine Nummer weiter durchgeben, dann werde ich hier um 30 abgehen. Nummern habe ich jetzt von Aufnehmern sowieso durchgegeben, Alter. Achso, okay. Hast du meine auch? Let's play? Welcher? Wer warst du? Potato. Ja, deinen habe ich auch durch. Also alle, die du aufnehmen, beziehungsweise die jetzt im Konvoi dabei sind, hast du jetzt durchgegeben, oder wie? Ja, alle, die jetzt hier auch reden können. Ah, alles okay. Klar. Das die anderen jetzt haben keine Sonderrechte, die müssen normal. Das ärgert mich jetzt natürlich, weil es ja nicht nur von wegen, dass ich dann als Posten weg bin, sondern dass ich halt der, naja, hat ja auch irgendwo Fun-Fact, ne? Ja. Ja, aber wir können dich ja neidisch machen, wir haben ja die Aufnahme. Ja, toll, danke. Kein Problem. Es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier einen Konvoi machen. Ja, also mega schon. Im Plan habe ich ja auch Neujahr am 29. nochmal was. Ja, da bin ich aber glaube ich nicht da, weil da bin ich bei ne Neujahr, da sind wir dann doch woanders. Ja, ich meine jetzt hier 29. nochmal. Mike? So, ja. Der mit dem dicken Trecker könnte man. Oh, scheiße, stopp. Müssen wir hier links weg? Ja, müssen wir. Okay, warte, ich mache hinter mir mal alles durch. Mich nicht du überholen. Du Depto, was ist mit dir? Wieso überholst du da? So, alle, die jetzt hinter mir sind, es wird nicht überholt. Solange ich hier nicht weg bin. Und Achtung, wenn ihr um eine Kurve kommt, abbremsen. Alle schön langsam. Alter, wie schnell seid, wie weit seid ihr weg? Wir haben hier den Runner vor uns und ich sehe einfach nicht mal mehr auf der Liste euch. Oh doch, jetzt kommen wieder ein paar in Sicht. Seid einfach alle weg. Ne, Mike, du bist Vierter, ne? Der da rausfährt, ne? Was? Du bist ein Vierter. Also Nexus, dann ist DPD-Chef und Benke Thorsten, wow. Dann ist Mike. Also schieß halt vorbei! Ja, okay. Ja, jetzt sieht man wenigstens, fahr mal noch einen Meter vor, um einfach mal den Konvoi ein bisschen zu zeigen. Fahr dann später wieder ein Stück zurück. Ja, kannst ja hier erstmal vorne stehen bleiben. Wie gesagt, ich mache halt gerade dicht hinter mir, dass die nicht weiter überholen erstmal. Ja. Dass die sich verfahren haben, hier vorne erstmal wieder vernünftig fahren können. Das ist der Let's Play schuld, ne? Was muss ich dazu sagen? Ich bin schuld. Aber dass da Fuhrmann so begeistert ist und mit Vollgas eingefahren ist, das ist nicht normal. Hätte ja gesagt, macht mal alle. Moment. So, ich fahr jetzt wieder weiter, ne? Jo. Yep. Ich kann während der Aufnahme keinen Screenshot machen. Während der Fahrt kannst du nicht. F12. Ja, nee, ich kann nicht. Kommen Sie da alle hinterher oder? Aufnahme heute gleich ist nämlich genau auf F12-Taste. Nee, ja, also kommen so einigermaßen. Ja, wie es nach hinten aussieht, kommen sie eigentlich alle einigermaßen gut durch. Mhm. Okay. So, LKW ist voll. Geschwindigkeit 80. Erstmal 70. Ja, 75 dann. Ampeln werden gefahren, egal ob rot. Naja, dann ist es wieder an. Du fährst ein bisschen zickzack. Ja, muss ich auf Feier des Tages, ne? So. Ja, muss ich unbedingt mit Sicht Ladung fahren. Da ist ein LKW-Platz da ganz hinten. Rotes Scania. Ja, der rote Scania, der zieht auch noch auf, weil das ist, ich bin ja eigentlich das Schlusslicht. Na, dahinter oder ist noch ein blauer LKW. Ich sehe es nicht genau da vorne. Rot. Oder wie? Hä? Ein roter LKW, der hat einen großen Abstand zum Vordermann. Ja. Ich lass, du musst, keine Ahnung. Man sieht schon, ich bin professionell am, machen. Geschwindigkeit auf 80er Hirn?
okay. Kommen wir irgendwie an Salzburg vorbei? Bist du mich? Wir fahren über Berlin, Salzburg liegt in Österreich, Alter. Ja, das, ich kann nur, ich, nicht aufpasst, gell? Ich kann muss nur von Berlin nach Salzburg fahren. Reingucken, wo wir vorbeikommen. So. Ja. Ja, du, wir haben ja gesagt gehabt, bei Problemen kannst du ja gerne alleine fahren, nur warten wir nicht auf dich. Kannst ja gerne nach Salzburg runter, aber wir würden dann weiterfahren ohne dich. Ja, das ist mir schon. Nein, ich will von, wenn dann von Berlin aus mitfahren, aber ich muss mal gucken, wo ich dann irgendwas hinbringe oder ob ich überhaupt was mitnehme. Ja, zur Not fährst du einfach unter einen der hintersten ohne Ladung. Ja. Ja. So wie ich das mache, weil ich mache ja Begleitfahrzeug und ja, weil ich habe alles nur in andere Richtung, was bei mir geht. Der Grund, warum die ohne Trailer hinten fahren, ist einfach die bremsen schneller ab und die mit dem Trailer sitzen schnell hinten drauf. Ja. Ja. Na, meinst du, warum ich eine Trailerbremse drin habe? Ja, ja, trotzdem. Ja, ist ja trotzdem noch Gewicht. Wenn du da 25 Tonnen ziehst, habe ich selbst mit meinem Motor hier, mit meinen zwei Achsen, ein Problem. Wir müssen links rüber, oder? Ja. Immer früh genug blinken. Wenn ihr seht, dass der Vordermann blinkt, dann nach hinten alle wegblinken, bitte. Ja, ich blinke schon nach links. Ne, wenn ihr seht, dass der Vordermann blinkt, auch blinken. Auch anfangen zu blinken, damit das auch alle hinten mitkriegen. Okay, Achtung, wir müssen gleich wieder rechts. So. Können wir da mal ganz kurz stehen bleiben bei Dreamhard dort? Hier beende ich dann diesen Part. Wobei, nee, ich fahre erst noch auf die Autobahn auf, oder? Autobahn? Was? Nee, Mann. Wo siehst du denn die Autobahn? Well, Polen haben sie nicht großartig, was mit Autobahn. Wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, ihr seid ziemlich weit vorne auf einmal. Das hätte mich aber ziemlich stark gewundert. So, da geht's nach links rüber. Dann halten wir jetzt wahrscheinlich kurz an. Und tschüss, Ranald! Dich hat's mal fein zerlegt. Warte, nach vorne einmal ganz kurz langsamer werden. Hier hinten hat sich einer abgeschossen. Ja. Was ist mit dir? Hast du abgeschossen? Ja, bei mir spinnt gerade irgendwas, ich weiß nicht was genau. Am besten mal hinter Fessi bleiben, bitte, dann der Rest. Mal gerade stehen bleiben, genau. So. Immer noch vor, dass ich die Aufnahme beenden kann. Weil dann bin ich nämlich gleich mit einem Screenshot. Den 3. Er muss es nochmal neu einstellen, verdammte Scheiße, Alter. Ja, wenn wir ganz kurz so stehen bleiben, dann mache ich nämlich auch mal eben schnell einen Screenshot. So, mit dieser Szene endet dann der erste Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr kommt wieder zum zweiten Part und guckt euch meine ganzen anderen Videos an. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt mir Comments, Verbesserungswünsche immer in die Comments rein. Ich lese das auch. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.